Viertens, der Leistengrund. Schön, dass Sie wieder hier am Grabeneingang sind. Bitte gehen Sie wieder in die Richtung, aus der wir aus dem Graben gekommen sind, zurück. Dieses Mal wählen wir aber nicht den Weg rechts durch den Graben, sondern gehen links herum, oben, auf der Bastion entlang. Wir waren bei einem Bauernheer stehen geblieben, das nun schon fast einen Monat lang die Festung belagerte. Der Fürstbischof meldete sich aus dem Exil und drohte den Würzburgern die Zerstörung ihrer Stadt an, sollten sie weiter mit den Aufständischen paktieren. In der Nacht auf den 16. Mai 1525 versuchte ein Teil des Bauernheeres, dem sich auch etliche Würzburger angeschlossen hatten, die Burg zu stürmen. 15.000 Bauern standen vor den Wällen und kämpften gegen 400 Bischofstreue auf der Burg. Am nächsten Morgen lagen mehrere hundert Angreifer tot vor den Mauern, während die Besatzung der Burg gerade einmal eine Handvoll Männer verloren hatte. Die Festung wurde noch eine ganze Weile belagert und immer wieder beschossen. Am 4. Juni 1525 kam dann ein gut ausgebildetes Söldnerheer den Belagerten zu Hilfe. Der Befehlshaber der Bauern, Götz von Berlichingen, hatte am Vortag sein Kommando niedergelegt, und so floh das führerlose Bauernheer. »Was? Da kommt ein Söldner her? Die können mich mal im Arsch lecken. Ich bin weg. Tschö.« Der Fürstbischof kehrte nach Würzburg zurück. In der Nacht vom 10. Juni 1525 wurde Florian Geier, der fränkische Bauernführer, von zwei Knechten seines Schwagers Wilhelm von Grumbach ermordet. Dies geschah im Gramschatzer Wald, nicht weit von Würzburg entfernt, als der fränkische Rebell sich auf dem Rückweg von Verhandlungen, die er in Rothenburg geführt hatte, befand. Der Verbleib seines Leichnams ist bis heute ungeklärt. Die führerlosen Bauern wurden kurze Zeit später in der Nähe von Geiers Stammsitz vernichtend geschlagen und zum großen Teil niedergemetzelt. Man spricht von ca. 6.000 Toten. In Würzburg wurden 75 Bürger auf Erlass von Fürstbischof Konrad II. Von Thüngen enthauptet, was diesen bestimmt eine Menge Geld kostete. Die Henker dieser Zeit ließen sich ihren Ausschluss aus der Gesellschaft horrend entlohnen. Tillmann Riemenschneider, berühmter Bildschnitzer und Mitglied des Stadtrates, kam zusammen mit anderen Aufständischen für einige Wochen auf die Festung in Haft, während der Fürstbischof eine Strafexpedition durch Franken anführte. Die Folterknechte des Bischofs brachen angeblich Riemenschneiders Finger. Eine der Regeln, an die sich Henker damals bei peinlichen Befragungen halten mussten, war, dass nach der Behandlung optisch noch alles vorhanden sein musste. Zu diesem Zwecke benutzte man Daumenschrauben, die zwar alles zerquetschten, die Finger aber nicht abtrennten. Sie müssten nun an einer Stelle angekommen sein, an der der Graben wieder einen Knick nach rechts in Richtung der Burgmitte macht. Links von ihnen ist die Außenmauer, an der weiter unten ein kleines Rundbogentor auf eine Bastion in Richtung Leistengrund führt. Dieses ist leider immer verschlossen. Mittlerweile ist die Brustwehr so niedrig geworden, dass sich ein schöner Blick auf den Leistengrund und das Käppele, welches auf Abbildung 4 zu sehen ist, bietet. Mit dem Lied vom Florian Geier verabschieden wir uns von unseren mutigen Bauern und genießen den herrlichen Ausblick. Wir sind des Geiers schwarzer Haufen, hey, ja, oho. Und wollen mit Tyrannen rauben, hey, ja, ho, Spieß voran, rauf und ran, setz das Kloster den roten Hahn. Spieß voran, drauf und ran, setz das Kloster den roten Hahn. Uns für der Florian Geiern, trotz Acht und Bann, den Bundschuh für den Fahn hat Helm und Harnisch an. Spieß voran, drauf und ran, setz das Kloster auf den roten Hahn. Spieß voran, drauf und ran, setz das Kloster auf den roten Hahn. Jetzt geht es los auf Schloss und Stift, hey, oh, uns gilt nichts als die Heilige Schrift. Hey, ja, ho, 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 Spieß voran, drauf und ran, setz das Kloster.
nach den roten Hahn. Spieß voran, rauf und ran, setz das Loser nach den roten Hahn. Als Adam grub und Eva schwann, Kyrie leis, wo war denn da der Edelmann? Kyrie leis, schieß voran, rauf und ran, setz das Loser nach den roten Hahn. Spieß voran, rauf und ran, setz das Loser nach den roten Hahn. Des Edelmannes Töchterlein, Kyrie leis, wir schickten in die Hölle hinein. Kyrie leis, spieß voran, rauf und ran, setz das Loser nach den roten Hahn. Spieß voran, rauf und ran, setz das Loser nach den roten Hahn. Bei Weinsberg gab es Kampf und Schwank, hier hoch, da mancher über die Klinge sprang. Heia, oh, 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 spieß voran, rauf und ran, setz das Loser nach den roten Hahn. Spieß voran, rauf und ran, setz das Loser nach den roten Hahn. Geschlagen ziehen wir nach Haus, heia, oh. Unsere Enkel fechten's besser aus. Heia, oh, 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 oh. Spieß voran, rauf und ran, setz das Loser nach den roten Hahn. Spieß voran, rauf und ran, setz das Loser nach den roten Hahn. Bitte verlassen Sie diesen Bereich der Anlage nun wieder in Richtung Burghof. Durch das kleine Tor oben neben dem Graben kommen wir über einige Treppenstufen durch ein Wachhäuschen weiter. Bitte gehen Sie jetzt los. Die Seite des Berges, auf der wir uns gerade befinden, ist die vom Gelände her am schwierigsten zu stürmende. Deshalb ist die Südseite auch die am wenigsten durch Mauern geschützte. Das kleine Kirchlein auf Würzburgerich Keppele, drüben auf der anderen Talseite, das Sie eben aus der Ferne betrachten konnten, stand zur Zeit der Bauernkriege noch nicht. Erst 1640 wurde ein Bildstock auf dem Berg errichtet, der sich so großer Beliebtheit erfreute, dass 1650 eine erste Kapelle drüben auf dem Nikolausberg erbaut wurde. Besonders nachts bietet das Keppele, das dann hell erleuchtet ist, einen wunderschönen Anblick. Leute, lasst euch sagen, die zehnte Stunde hat's geschlagen, bewahret Feuer und auch Licht, damit niemals ein Brand ausbricht. So oder ähnlich muss es sich angehört haben, als der Türmer vom Rundturm des Innenhofs herab früher die Zeit verkündete. Hören Sie das? Beeilen Sie sich! Da muss etwas passiert sein in der Burg! Schon sehen Sie einen roten Schein über dem nächtlichen Himmel der inneren Burg zu Ihrer Rechten flackern. Dicke Rauchwolken und Funken jagen in den Himmel. Es brennt! Feuer! Weiter geht es mit Kapitel 5.